als überhaupt die Planung für dieses Konzert noch in der ersten Phase war, ist diese Idee gewesen, also die Schweiz, Swiss Made sozusagen. Da kam ich sofort. Ich habe an Fabian Müller eigentlich und seine Musik von Anfang an gedacht. Und das Programm haben wir, kann man sagen, gemeinsam wirklich entwickelt. Das waren auch seine Vorschläge, dass man den Bloch dazu nehmen könnte. Und dann die Jon-Suite, der hat mir erzählt, dass es eine Bearbeitung von ihm gibt und so weiter und so fort. Und so ist das Programm auf eine ganz natürliche Weise, sehr organisch und doch sehr schnell entstanden. Eben eines Komponisten, der lebt. Ja, einen Beethoven kann man nicht mehr fragen, ja? Einen Wagner kann man nicht fragen und viele, viele andere. Aber die Komponisten, unsere Zeitgenossen, das ist unser Vorteil, dass wir direkt kommunizieren können. Und natürlich, man bringt viele eigene Ideen oder die Empfindung dieser Musik letztlich zur Geltung und man bringt seine eigene Interpretation dem Orchester bei. Aber natürlich ist man dann besonders offen und fragt dann auch immer wieder, das hat man auch sich in den Proben erlebt, dass ich, auch wenn ich sicher bin, trotzdem frage ich, ob er das auch so empfindet oder so möchte, weil letztlich er ist derjenige, der diese Musik geschrieben hat, kreiert hat, und das bereichert natürlich und entsteht so eine ganz ungezwungene Zusammenarbeit, sodass wir gemeinsam dieses Stück, gemeinsam unsere Interpretation nochmal verfeinern, nochmal austarieren, nochmal Feinjustierung machen. Beschließt diesen Abend so als sozusagen das Hauptstück oder als Schwerpunkt. Zu diesem Stück kann man unglaublich viel sagen oder man sagt überhaupt gar nichts, weil die Musik einfach so vom ersten Ton bis zum letzten wirklich für sich spricht. Man macht eine emotionale Reise durch, vom ersten Stück dann über Fabian Müllers Komposition dann und der Bloch, diese geniale Streicherstücke, die dann auch mit Streichorchester und Geige natürlich noch einmal anders klingen als mit einem großen Sinfonieorchester oder Klavier gar. Und dann eben der Honegger, der diesen Abend, wirklich diesem Abend eine ganz besondere Note gibt nochmal. Und so eine Wirkung erzielt, dass man das Gefühl hat, ja, das Programm ist aus einem Guss. Es ist ja auch tatsächlich so.